Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Falls ihr eben das Video schon gesehen habt, ich habe von der lieben Merima ein Smart Air Quality Monitor bekommen. Das ist dieser hier, den habe ich schon seit 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Ding gibt. Also wo draus kam, schon auf meiner Amazon Wunschliste gehabt. Der kann halt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen, was war da noch? Und Kohlenmonoxid, CO, ja? Kann der halt nachweisen oder messen. Und das habe ich schon die ganze Zeit auf der Liste. Ich glaube, den werde ich dann, ich weiß nicht, ob ich es im Wohnzimmer mache, weil ich bin ja meistens hier, oder in die Küche. Ich glaube, ich werde den ins Wohnzimmer machen und dann habe ich meinen Thermometer vom Wohnzimmer, kann ich dann rausmachen, dann kann ich dann im Flur oder im Schlafzimmer machen. Dann fehlt mir schon mal ein Thermometer weniger. Bei mir fehlt jetzt noch Badezimmer und Schlafzimmer und Flur, dass ich halt alle Räume smart überwachen kann. Da bin ich ja, das ist ja geil. So, da werden wir aber jetzt mal in den Unboxing-Modus wechseln und dann gucken wir uns das mal ganz genau an und werden das mal mit Alexa verbinden und gucken, man kann ja dann bestimmte Routinen machen, wobei ich dann auch überlegt habe, das ist ja ein smarter Monitor, der wird ja einige Befehle haben oder Kommando oder Benachrichtigungen haben, die schon vorinstalliert sind oder die bei Amazon schon vorhanden sind, dass wenn, was weiß ich, Achtung Kohlenmonoxid, Achtung Feinstaub oder was weiß ich, dass man da keinen individuellen Befehl machen muss mit Routinen. Aber wenn nicht, dann kann man das ja mit Routine machen, dass man dann eine Routine erstellt, wenn, und dann wählt man das Gerät aus und wenn das und jenes passiert, kann man ja dann sagen, schlägt aus auf dieses oder jenes, kommt auf dieses oder jenes Fire TV Gerät oder Echo oder was weiß ich, kommt dann eine Warnmitteilung. Da kann ich euch auch einen kleinen Tipp noch geben am Rande. Wenn ihr eine Routine erstellt und ihr müsst für ein Gerät mehrere Routinen erstellen, zum Beispiel für den Wasseralarm, ja, von zum Beispiel dem von Merus, den ich habe, da wo man dann einen Alarm machen kann, also nicht nur, dass man dann halt eine Nachricht auf der Merus-App hat, sondern man kann das in Alexa sogar sagen, also in der Alexa-App kann man sagen, eine Routine erstellen und kann sagen, wenn das Gerät auslöst, soll dieser oder jener Echo, Fire TV oder was weiß ich angehen mit dem Satz Achtung Wasser zum Beispiel. Wenn ihr aber mehrere habt, wo ihr benachrichtigt werden wolltet, müsst ihr das immer wieder neu einstellen. Braucht ihr nicht. Ihr nehmt diesen Befehl, macht ihr einmal. Einmal führt ihr das aus. Und dann könnt ihr den bearbeiten und sagen, ihr möchtet den kopieren. Dann habt ihr den Befehl und den kopiert ihr euch ein paar Mal, bis ihr den 3, 4, 5, 6 Mal untereinander habt. Und dann geht ihr einfach nur durch und gebt jedes Mal oder kopiert den und ich glaube, man kommt dann gleich rein und gibt dann halt ein anderes Alexa-Gerät an. Macht's mal nochmal, nächste. Bis man so die wichtigsten, ich habe das halt 3 Mal bei mir drin, diesen Wasserfilter, einmal das in der Küche angeht, im Flur und im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Ach nee, Quatsch, 4 Mal. Smartphone kriege ich dann auch eine Benachrichtigung, dass irgendwo Wasser, also das Wasser eintritt oder dass da ein Wasser, also dass da Wasserleck ist sozusagen. Nur mal als Tipp. So, wir werden aber jetzt mal wechseln. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Und ich werde mal ein bisschen ranzoomen. So, damit wir uns das jetzt mal genauer angucken können. Wir müssen den erstmal auspacken. Boah, ich bin so neugierig. So. Boah, ich brauche gerade ein Handtuch. Mir läuft hier die Soße. Wir haben über 30 Grad. So, bevor wir den richtig auspacken, gucken wir erstmal hier. Hallo, ach, Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Ist zwar drin, brauchen wir aber nicht. Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Scan diesen Barcode, wenn das blaue Licht auf Ihrem Gerät blinkt. Okay, dann werde ich den mal
muss ich das ja wohl doch machen. Okay. Gut, 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 gut. Hier. Oh, ist ja süß. Mein kleinerer Stecker von Amazon ist man ja sonst nicht gewöhnt. Da hat man immer so eine fetten Klopper, aber das ist halt ein kleinerer. Und dann haben wir noch ein Kabel. Und das war's schon. Und die Anleitung. So, dann werde ich jetzt hier mal den da reinstecken. Den da reinstecken. So, dann haben wir schon mein Kabel angeschlossen. Oh, der sieht echt schick aus in Weiß. Hier ist es dann halt. Hm? Ach, hier guck mal, man kann ihn noch auf ein Stativ machen. Gibt ja auch so für die Wand so Stative, also so kann man da drauf machen und dann ist das da drauf. Hier kommt dann der Kabel rein. Ach, hier ist auch nochmal der QR-Code, den man scannen soll, wenn es blau leuchtet. Und hier haben wir dann eine Ein- und Ausschalttaste, denke ich mal. Hier leuchtet es. Mehr ist da eigentlich nicht. Und ach, Gummi haben wir hier hoch. Ja, steht stabil. So, dann werden wir das jetzt mal gucken, wie rum wir das machen müssen. Ja, der ist noch nicht auf USB-C, aber ich denke mal, das wird Amazon bei den nächsten Modellen dann irgendwann mal machen. Ach, ich will sowas hassen hier. Nee, ist doch falsch. Das muss nach oben. Ja, so eine Fummelarbeit, ich kann das nicht leiden. Gar nicht hin. So, jetzt aber. Ich höre was. Hört ihr so? Das ist wie so ein kleiner Lüfter. So, aber wenn das blaue Licht leuchtet, sagt er, soll ich das durch den Code scannen. Ich habe noch Pokémon Go an nebenbei. So. Das werden wir jetzt mal machen. Zack. Beiseite packen. Hat er nicht erkannt. Doch, hat er schon erkannt. PIN. PIT. Okay, das will er jetzt nicht. So, also nochmal raus. Und dann nehmen wir uns mal den Code hier vor. Auch wieder nur ein Text. Okay. Okay, okay, okay. Wir gucken mal, was hier steht. Deutsche Seite 5. Ich muss wieder ganz groß geschrieben, dass man alles erkennen kann. Ne? Das ist toll. So. Seite 3, 4, 5. Hilfe und Tipps, Fehlermeldung, Fragen. So. Aktivvorteil, Apple. Ich bin da schon wieder zu weit. Stellen Sie ihr auf. Ja, das sollen wir mal platzieren Sie. Ja, da zeige ich euch jetzt mal Trick 17. Wenn ihr so eine Anleitung habt, die ziemlich klein geschrieben ist. Ja, zack, Foto machen, Foto aufrufen. Jetzt dreht er wieder hier. So. Ich hasse das. Ich hasse es.
So, dann machen wir einfach mal so ein Foto. Zack. So. Und dann zoomen wir einfach mal rein. Dann ist die Schrift schön groß. Dann kann man alles lesen. So. Platzieren Sie Ihr Gerät an einem Ort mit guter Luftzufuhr. Ich habe hier nirgendwo gute Luftzufuhr, ist halt verwinkelt. Und stellen Sie sicher, dass der, na, oder oben, ich werde nur eine Küche auf den Schrank stellen, Lufteinlass nicht blockiert ist. Ja, das schaffe ich, dass der Lufteinsatz nicht blockiert ist, das schaffe ich. Kommt dann oben auf den Schrank rauf. Stecken Sie das Gerät ein. Laden Sie die neue Version der Amazon Alexa herunter. App herunter. Richten Sie das Gerät in der App ein. Öffnen Sie. Naja, das ist ganz stinknormal. Also nicht mit blauen Dings scannen. Dann machen wir einfach zack. So, dann gehen wir auf Gerät. Dann sagen wir. Wir wollen ein neues Gerät hinzufügen. Gerät hinzufügen. Dann sagen wir ein 8 neue Geräte gefunden. Geräte anzeigen. Ach, guck mal da, weiter. Jetzt haben wir ihn schon. Von ganz alleine. Eingeschaltet. Ja, sonst hättest du ihn noch nicht erkannt. Ja, er ist eingeschaltet. Suchen Sie 2D Strichcode, der für Luftqualitätsmessungsgerät angezeigt wird. Code scannen. Nehme ich den vom Heft. Also nicht den Code scannen, sondern man muss erstmal ein neues Gerät, also hier in der Alexa-App das machen. Und dann sagt er hier Code scannen und dann richtet er das ein. Also da steht es denn halt hinten auf der Rückseite falsch, dass man den halt scannen soll, wenn es blau leuchtet. Na gut, es leuchtet blau, was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Aber es ist halt so weit nicht korrekt, dass da nicht steht, dass man das in der Alexa-App einrichten soll. Und wenn das blaue Licht leuchtet, also dass hier Alexa das dann halt macht. Ja, dass man den Code dann in der Alexa-App scannen muss beim Einrichten. Hätten Sie ein bisschen besser beschreiben können. Ach so, bin ich. Ich bin gar nicht, glaube ich, mit dem richtigen Netzwerk. Ich habe gar kein Netzwerk an gerade. Mann. So, 2,4 Gigahertz. 2,4 Gigahertz. So. Ich hatte ja WLAN aus. Noch. So, jetzt sollte er das machen. Siehst du. Dann geht es auch schneller. Ja, Küche. Küche. Zur Gruppe hinzufügen. Erste Luftqualität. In Küche hinzugefügt. Weiter. Amazon Smart Air Monitor wird kalibriert. Weiter. Erste Luft ist eingerichtet und bereit zur Verwendung. Fertig. Okay. So, dann gehen wir da mal rauf und dann sagt er uns keine Daten. Dashboard anzeigen. Jetzt leuchtet es grün. Jetzt leuchtet es grün hier. Das sieht er jetzt schlecht so. Das ist ja geil. Ich habe hier eine komplette Skala. Oben halt 165, 35, 0. So. Die Luft ist hier jetzt gut, 94%. Temperatur, wie ihr wohl merkt, im Wohnzimmer 30,5 Grad. Draußen haben wir jetzt gerade 31,5. Also könnt ihr euch ja ausdenken oder ausrechnen, was ich hier für eine Temperatur habe, wenn es draußen 35 und 36 Grad sind.
eigentlich die gleiche Temperatur wie draußen. Luftfeuchtigkeit 47%, Feinstaub 7, CO ppm 1 und VOC. Jetzt werden wir gleich mal testen. Jetzt habe ich mal eine Idee. Mal gucken, was da passiert. So. Ich nehme jetzt. Aua! Mist! Scheiße. Hier steht nämlich noch ein Karton, was ich nachher noch machen muss. Das ist ein bisschen größerer. So. Gucken wir mal, was da passiert. So. Oh, da. So, schlechte Luft. Ist auf 33%, 50% jetzt reinigt, weil er hier ein kleiner Lüfter läuft, der die Luft reinzieht. Jetzt wird schon besser, aber ziemlich schnell besser. Und schon wieder 70%. Aber hier unten Feinstaub. Das habe ich mal reingepustet, damit das halt schneller läuft, dass wenn mehr Luft ist, schlechte Luft. Ich habe auch gerade gedampft, logischerweise. Oh, Temperatur ist wieder ein bisschen runtergegangen. Und wieder gut. Das ist ja geil, dass das vor allen Dingen so schnell funktioniert. So, haben wir oben noch Temperatur. Ach, hier können wir auch noch einzeln. Ich werde mal gucken, damit ihr das halt, ich werde mal ranzoomen, damit ihr das vielleicht, nee. So. Wir haben hier auch noch die Temperatur einzeln und dann halt auch Stunde, Tag, Woche. Ist ja geil. Oh, Luftfeuchtigkeit. Hoppala. Feinstaub. CO2. So, okay. Das ist schön. Also wir haben einmal im ersten haben wir alles schön übersichtlich. Und hier seht ihr, geht auch schon wieder runter und jetzt ist es schon wieder gut. Und dann haben wir noch die einzelnen Sachen und hier unten dann noch Stunden und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Und hier unten steht schon eine Routine einrichten. Hast du eine Routine? Hm? Routine anlegen. So, und da können wir dann jetzt sagen, Luftfeuchtigkeitsmesser. Air Quality. Ne, der soll was sagen. Der soll was sagen. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Ja, das funktioniert wieder in der Amazon-App natürlich wieder gar nicht. Achtung. Die Luft ist schlecht. Nicht Lift, Luft. Luft ist schlecht. Weiter. So, jetzt habe ich hier eine Routine. Oh, Mirima schreibt schon. So, Alexa sendet Achtung, die Luft ist schlecht. Oh, nee, du jetzt nicht. Dann Luft ist schlecht an Telefon. Nein.
Eigentlich nicht. So, weiter. So. Weitere Aktion. Okay. Gerät auswählen. So. Jetzt sagen wir das erstmal zurück. Und jetzt wollen wir mal testen. Gucken. Reicht glaube ich noch nicht. Jetzt. Aber sendet nichts. So, dann gucken wir mal die Einstellung, was wir hier noch haben. Ankündigen. Ah, guck mal da. Alexa verknüpft. Nicht. Knüpfende auf deinem Echo-Gerät, wenn verkündet auf dem Echo-Gerät. Okay, dann nehmen wir den Echo Plus. Ne, der steht im Bad. Echo dort Flur. Nehmen wir mal Echo dort Flur. Der ist zentral. Das müsste man überall hören. So. Ach, wir können auch andere Geräte denn auswählen oder was? So. Schlafzimmer. Ich habe schon neu. Das ist der alte. Im Auto nicht. Echo Dot Plus. Okay. Speichern. Also Fire TV-Geräten nicht. Aber da kann man die Routine ja ändern oder eine eigene Routine erstellen. Dann kann man auch sagen, dass das auf dem auch funktionieren soll. Wir machen aber nochmal aus und nochmal an. Alle vier Geräte. Ich nehme die nochmal raus. Ich will nochmal gucken, wenn ich das anmache. Nee, das bleibt so. Naja, dann machen wir halt alle. Zack, 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 zack. Ah nee, schaut sie es nicht. Sonst kriegt die da oben einen Rappel. So. Benachrichtigung. A-Punkt sendet eine Push-Up-Nachricht an die App, wenn die Luftfeuchtigkeit sich ändert. Jo, machen wir mal. Ich will da eine Nachricht haben. So, verbunden über Amazon. Benachrichtigungen. Typ. Luftfeuchtigkeit. Enable LED. Also das weiß ich nicht. Warum? Da passiert ja gar nichts, geht ja gar nicht aus. Ja, machen wir mal wieder an. So. Version. So. Zack, gehen wir zurück. So, nochmal Einstellungen. Ich werde es nochmal testen. Ich nehme nochmal die LED. Ach, jetzt geht's. Jetzt geht auch die LED aus. Aber wir wollen sie. Ich mag das eigentlich mit ein, dass man sieht, dass das Gerät an ist und auch rot, wenn wirklich was ist, wenn es mal vielleicht zufällig keine Benachrichtigung gibt. So, und das werden wir jetzt mal testen. Jetzt geht es gerade nicht hoch. Doch, ist hochgegangen. Ich hoffe, ihr habt es gehört, aber wahrscheinlich nicht. Deswegen werden wir
zurück. Oh, cool. Wir haben auch hier so eine schöne Ansicht. Routine erstellen. So, und der sagt das ja nur auf diesen Geräten, die euch dort angezeigt werden. Also machen wir einfach ein neue. So, wenn was passiert. So, Smart Home. Echo-Button, nee, Smart Home. Luftmessermonitor, da seht ihr das alles. Und wir wollen, wenn, nee, zurück. Feinstaub, Innentemperatur, Innenraum, Luftqualität. Genau, wenn die Luftqualität, wann über. Oh, da muss man dann halt die genaue Prozentzahl ansagen. Das ist ja jetzt doof. Wartet mal, da müssen wir mal kurz gucken. Ich habe ja hier noch. Ich weiß nur nicht, ob da noch genug Power auf dem Akku ist. So, oh, der hat nur 1% nur noch. Also der blinkt blau und geht wieder aus. Mist. Scheibenkleister. Ich wollte gerade den Echo anmachen, aber da geht das nicht. So. Qualität. Wir machen mal bei 50%. So, weiter. Wenn die Qualität unter 50% geht, ist ja nur pro forma jetzt erstmal. Warte mal, nochmal zurück. So. Da, wenn, dann soll Alexa, so. Einmal soll jetzt sagen, benutzerdefinierten Text, schlechte Luft, ach nee, Achtung, schlechte Luft, weiter, so. Weiter. Und zu hören ist dann hier unten Gerät auswählen. Und Jonas Fire Tablet, Fire TV Cube, Schlafzimmer, Fire TV Cube, Wohnzimmer. Wo haben wir den denn? Fire TV Box 1, Box 2, Fire TV Box 3, Fire TV Schlafzimmer, Jonas. Und den Samsung Soundbar. Soundbar 2, Echo, Fire TV Cube, Wohnzimmer, speichern. So, jetzt haben wir die Routine erstellt und jetzt könnt ihr das ja hier selber sehen, jetzt mal ohne den Quatsch mit den ganzen Anzeigen, weil so seht ihr das dann besser. Wir haben jetzt eine gute Luft. Ich habe jetzt gedampft und da reingepustet. Jetzt müssen wir kurz warten. Er schaufelt und überprüft die Luft logischerweise. Und da ist schon rot. Ihr hört es schlecht und der Fire TV Cube hat jetzt hier nicht ausgelöst. Schade. Schade, aber wartet mal. So, jetzt bin ich wieder da. Das Geile ist ja, ich habe ja beim letzten Mal von Mirima auch so einen Akku bekommen.
Deswegen brauche ich jetzt hier kein Kabel. Und ihr seht hier, die Ankündigung steht hier auf meinem Display. Ich zoome mal ein Stück raus. So. Ja, dass die Innenraumluftqualität sich zu Hause, in deinem Zuhause hat sich von vor kurzem auf schlecht geändert. Moment. Home. So, jetzt muss ich gucken, was darf man. So, machen wir Wetter. Nee. Mein Zuhause. Ich mache jetzt einfach mal mein Zuhause an. Ich hoffe, jetzt kommt hier keine Fotoshow oder irgendwas. So. Und ihr seht, es leuchtet jetzt hier wieder grün. Ich nehme wieder meine E-Zigarette und. Ich muss ein bisschen arbeiten. Ja, der Lüfter geht noch. Jetzt ist er schon auf Rot umgesprungen. Wie sollte hier eigentlich? Hier steht auch schlecht. Mehr Routinen. Hoppala. Zuletzt erstellt. Das Routine löschen. So, mehr Geräte, Luft, da. Also wird die Luft natürlich jetzt nicht besser, weil wenn ich ausatme, kommt ja Kohlenmonoxid, logischerweise. Oder Dioxid, keine Ahnung. Und dann zeigt er das natürlich immer noch an. Aber wir haben jetzt hier schon wieder grün. Hier geht es auch schon wieder zurück, mäßig. Jetzt warten wir mal ab, bis der das hier hat. Was passiert denn eigentlich, wenn man hinten auf die Taste drückt? Gar nichts. Wenn man drückt, hält. Auch nicht. Eine Multifunktionstaste. Beste, was man machen kann. Micro-USB, Multifunktionstaste, IO-Anzeige auf Tastendrück. IAQ-Anzeige auf Tastendruck. Mit dem Lieferumfang enthalten. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder gut. Ankündigung, Echo-Geräte 5 Stück verbunden mit LED geht. Ja, also ist noch alles da. So.
Jetzt werde ich das nochmal hier hinstellen, so dass ihr das vielleicht seht. Jetzt testen wir das nochmal. Weil eben hat er jedes Mal gemacht. Da. Aber hier ist noch nichts. Mal kurz warten, na Tigerchen. Ich glaube, das jetzt mäßig. Tiger, aufhören. Brauchen wir wohl ein bisschen mehr. Oder da ist ein bisschen Delay zwischen den Geräten. Das kann natürlich auch sein. Jetzt wieder mäßig. Jetzt ist rot. War vielleicht nur zu kurz. Die Innenraumluftqualität in deinem Zuhause hat sich vor kurzem auf schlecht geändert. Na, habe ich zu leise. Na toll. Aber hier ist dann schon wieder die Nachricht. So, Home. So. So, die hat sich auf schlecht geändert. Jetzt ist sie mäßig. So, wir machen nochmal. Ich habe jetzt hier, ich mache jetzt extra nochmal ein Stück lauter. Die Innenraumluftqualität in deinem Zuhause hat sich vor kurzem auf schlecht geändert. So, also es funktioniert definitiv. Man braucht keine Routine erstellen. Das Gerät, beziehungsweise in der Alexa-App kann man, wird automatisch Routinen erstellt und man wird benachrichtigt. Natürlich nur auf Echo-Geräten und nicht auf dem Fire TV. Ist für den einen oder anderen vielleicht gut und für den anderen einen oder anderen vielleicht schlecht. Jetzt kommt Tiger und sagt Hallo. Ich habe in jedem Raum ein Echo stehen. Die Innenraumluftqualität in deinem Zuhause hat sich vor kurzem auf schlecht geändert. Warum jetzt auf schlecht? Hat er jetzt nochmal Luft drin gezogen? Was ist denn jetzt? Aber ich angefasst hatte. Ich finde es gut. Ich habe außer im Wohnzimmer habe ich in jedem Raum ein Echo-Gerät. Im Wohnzimmer habe ich nur den Fire TV. Obwohl, da habe ich ein Echo eingebaut in der Soundbar. Den benutze ich aber nicht. Weil sonst springt die immer an, wenn ich meiner A-Punkt was sage im Wohnzimmer. Dann springt nicht der Cube oder springt Cube und Soundbar gleichzeitig an. Das ist dann so ein bisschen von Nachteil. Müsste ich halt vielleicht die Soundbar einstellen auf. Aber die wird ja auch hier nicht angezeigt. Achso, weil ich es ja nicht ein. Vielleicht, wenn ich es einstelle, dass die dann hier auch angezeigt wird, dann würde ich die dann Computer nennen, so wie den wie das Badezimmer. Das sagt hier eigentlich keiner großartig im Wohnzimmer. Und dann würde das wahrscheinlich auch gehen. Die Innenraumluftqualität in deinem Zuhause hat sich vor kurzem auf schlecht geändert. Ach so, weil mein Finger jetzt hier vorne ist. Okay. Also er braucht wirklich die komplette Fläche, um Luft zu ziehen. Da müssen wir jetzt kurz mal warten, bis es wieder auf gut ist. Ich nehme auch die Hände weg. Aber es ist ziemlich schnell angesprungen, das ist sehr gut. Und vor allen Dingen, dass man da so viel drin hat. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub, CO und VCO. Das ist sehr gut. Es könnte natürlich sein, in der Küche beim Kochen, dass es dann ab und zu angeht. Das werde ich jetzt mal testen. Ja, Tickerchen, ist ja gut.
ob es da denn vielleicht auch angeht. Ja, ist ja gut. Der Tiger ist gerade etwas schmusig. Wieso braucht er jetzt so lange? Vielleicht hat er jetzt zu viel Schwebeteilchen von der E-Zigarette noch drin. So, ich mach mal kurz vom Strom. Und mache ihn nochmal neu an. So. 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 Licht leuchtet blau. Eigentlich müsste er dann automatisch gleich wieder, ich nehme auch die Hände weg, müsste er gleich automatisch die Verbindung wieder haben. So. Keine Daten. Dashboard-Anzeigen. Auch hier seht ihr, jetzt hat er gerafft. Ey, ich bin nicht da. Er leuchtet blau. Er müsste sich jetzt rein theoretisch wieder automatisch verbinden. Nach angeschlossenen Einrichtungen wird extra 7 Minuten lang keine Kalibrierung durchgeführt. Nach abgeschlossener Einrichtung wird etwa 7 Minuten lang keine Kalibrierung durchgeführt. Okay, also wenn er angeschlossen ist, wird 7 Minuten lang keine Kalibrierung durchgeführt. Aber er leuchtet blau. Muss ich ihn jetzt nochmal neu einrichten, weil ich einen Eimer vom Strom hatte? Gerät hinzufügen. Luftreiniger, Luftmessgerät, Amazon. An. Code scannen. Fertig. Gut. Also er sollte jetzt wieder drinne sein. Oder war drinne. Benachrichtigung, Synet, Push-Benachrichtigung an Smartphone, an App. Okay. Den, was er sagt, kann man halt nicht einstellen. Man kann die Geräte einstellen. Ich kann ja auch noch Auto dazu nehmen. So. Speichern. Ja, einstellen. Verknüpft. Qualität. Erfolgreich. Sie macht diese Ankündigung nur zwischen 7 und 22 Uhr. Das ist gut. Dann wird man abends nicht geweckt. Aber auf der anderen Seite ist es doof. Was ist denn, wenn da ein kleiner Schwelbrand ist, Kohlenmonoxid ist? Dann warnt er nicht und man wird nicht wach. Ja, mal abgesehen davon, dass man es vielleicht gar nicht hört. Ich
Ich habe jetzt mal reingepustet. Wie ist die Luft zu Hause? Das Gerät wird gerade kalibriert. Bitte versuche es später erneut. Ah, okay. Gut. Dann wird es jetzt kalibriert. Also die ersten 7 Minuten soll man ja, es steht ja hier, dass es halt die 7 Minuten nichts macht, weil es kalibriert wird. Wir hatten ja jetzt am Anfang die Möglichkeit zu testen. Jetzt muss ich halt abwarten. Aber ist auf eine Art auch gut, wenn man den aus dem Raum rausnimmt und in einen anderen Raum macht, dass er da wirklich dann 7 Minuten Zeit hat, um sich zu kalibrieren und wirklich alles vernünftig zu kalibrieren, dass er da dann praktisch für den neuen Raum bereit ist. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da, mit der Benachrichtigung ist auch ganz gut. Es hat ja funktioniert, habt ihr ja gehört. Ich habe extra den hergeholt, damit er das hört. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Aber jetzt kalibriert er jetzt. Ich stelle mir den mal hier beiseite und lasse den jetzt erstmal in Ruhe kalibrieren. Ja, ihr seht ja, jetzt leuchtet blau. Dass irgendwas passiert. Und dann werde ich ihn in der Küche stellen. Wobei ich noch gucken muss, wie ich das mit der Stromzufuhr mache. Ach nee, ich habe ja eine Steckdosenleiste oben auf dem Schrank. Dann mache ich es auf der anderen Seite, am besten nicht direkt beim Herd, sondern auf der anderen Seite von der Küche. Und da werde ich den dann oben auf den Schrank stellen, so. Und da habe ich eine Steckdose und da kommt er dann an Strom ran. Und da bin ich mal gespannt. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde den jetzt noch ein bisschen testen. Ich werde den in die Küche machen. Und dann werde ich nochmal in 2 Wochen oder ein paar Tagen, je nachdem, wie lange ich brauche, nochmal ein Fazitvideo machen, wie er sich hier geschlagen hat. Auch beim Kochen. Also ob er da denn auch anschlägt bei so Sachen. Und ob er schnell anspringt, langsam anspringt, ob er überhaupt... müssen wir mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Jetzt, guck mal, jetzt ist er schon fertig. Jetzt leuchtet da nichts mehr. Aber sollte eigentlich grün leuchten dann. Aber, ach, jetzt leuchtet es, wenn man vom Teufel spricht, da leuchtet es grün. Ja, dann kann ich ihn gleich in die Küche verfrachten. Da bin ich mal gespannt. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.